kurz, wie durchsuchen wir Bäume rekursiv in der Tiefensuche mit einem kleinen Pseudocode. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass die Bäume zum Beispiel eben nicht sortiert sind. Also die Werte irgendwo stehen und wir eben nicht das klassische sortierte Binärbaumverhalten haben, wo wir sagen, okay, jedes Mal, wenn etwas klein ist oder größer, gehen wir nach links oder rechts. Also, wenn es interessiert, dranbleiben. Wir haben hier mal einen Beispielbaum. Die Knoten sind mit Buchstaben gekennzeichnet und mit entsprechenden Werten belegt. Also der Knoten A, der Wurzelknoten, hätte den Wert 12. In diesem Fall ist es kein Binärbaum, da wir hier in der obersten Ebene drei Kinder haben. Macht aber nichts, das Schema ist das gleiche. So, ein Knoten wäre jetzt so aufgebaut, dass der eben einen entsprechenden Wert hat, vom Datentyp int, also int-value, und entsprechend ein Array von Nodes, das die Children sind, also die Kinder dieses Knoten. Hätten wir einen Binärbaum, dann gäbe es hier wahrscheinlich nicht Children, sondern Left und Right als entsprechenden Knoten mit zwei zusätzlichen Eigenschaften. Gut, und wenn wir jetzt eine Funktion machen wollen, exist sozusagen, in der wir prüfen, ob ein bestimmter Wert in diesem Baum existiert und wir die Tiefensuche rekursiv anwenden wollen, dann würde das jetzt so aussehen. Der erste Schritt ist, wir prüfen mal, ob wir beim aktuellen Knoten den Wert schon gefunden haben. Das heißt, diese Exist-Methode ist auch Teil des Nodes. Hättet ihr noch eine Tree-Klasse rundherum, dann würden wir einfach auf den Wurzelknoten dieses Exist aufrufen und das Ergebnis liefern. Das wäre also ein Einzeiler. Aber auch das ist nicht sehr viel mehr. Also Schritt 1, haben wir den Wert in diesem Knoten, den wir uns gerade ansehen, gefunden? Dann können wir sagen Return True, wir sind fertig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir jetzt rekursiv nach unten suchen. Das heißt, wir sehen uns als erstes den Knoten B an und gehen schlussendlich auch in diesen jedes Kind durch. Das heißt, für jeden Knoten in den Children, also wir sehen uns jeden Knoten in der Ebene an. Ja, da delegieren wir sozusagen die Aufgabe nach unten. Und wir gehen da jetzt aber nicht, wie gerade mit dem Ring gezeigt, direkt alle direkten Kinder durch, sondern wir schauen, dass wir den ersten Knoten, also den B-Knoten, entsprechend die Anfrage weiter delegieren. Das heißt, der Algorithmus sieht so aus, dass wir sagen, okay, wir fragen das Child, ob der Value existiert, und wenn das True ist, dann sind wir fertig und wir können True zurückgeben. Das heißt, wir gehen von A, das erste Kind, und fragen das Kind wieder. Das ruft ja die gleiche Methode auf und fragt wieder, wenn der Wert stimmt, dann sind wir fertig. Und ansonsten fragt dieses B wieder das entsprechende Kind durch, also das E. Auch das E würde wieder das entsprechende Kind durch diese Schleife fragen, und zwar sofort fragen, und zwar noch bevor irgendein anderer Knoten gefragt werden würde. Wir delegieren es immer zu den Kindern nach unten. Und demnach kommt jetzt die Reihenfolge so, wie es jetzt mit dem Kreis dargestellt war, wo wir sagen, okay, wenn dieses Kind true liefert, dann wissen auch wir sind true und verlassen die ganze Funktion. Wenn das nicht der Fall ist, dann fragt er das nächste Kind. Und das geht eben durch diese For-Each-Schleife, in denen dass wir beim Kind eben wieder das Exist aufrufen, rekursiv nach unten. Zu Rekursionen gibt es ja schon einige Videos. So, wenn wir den Knoten in dem Kind nicht finden und in gar keinen Kindern finden und in der ganzen Rekursion nicht finden, dann müssen wir am Ende der Schleife wissen, wir, okay, das Element ist offensichtlich nicht vorhanden. Und wir machen Return False. Wir sehen also, wie hier in der Animation gezeigt, wie denn der Baum schlussendlich durchsucht wird. Ja, er geht von A nach B, nach E, nach J. J hat keine Kinder mehr, also geht er dann nach K. Dann ist auch E fertig, wenn K nichts findet, und dann ist auch B fertig, und als nächstes kommt wieder im obersten Knoten die Schleife und fragt eben das C ab. Das C würde F fragen, wenn das F hat keine Kinder mehr, dann würde er G fragen, G würde zu L gehen, zu M, und dann wären dieser Teilbaum auch fertig und er fragt dann D, H und I. Also das wäre die Reihenfolge in der rekursiven Tiefensuche. Das heißt, das Durchsuchen geht im Endeffekt so, wie die roten Pfeile jetzt zeigen. In diese Richtung. Zwar in der Reihenfolge, wie die Pfeile gezeichnet wurden. Ja, so viel zum Thema Tiefensuche im Baum. Ist eigentlich relativ simpel. Man muss nur einmal, ja,
sich darüber klar werden, sozusagen, okay, durch diese Rekursion, ich frage mein Kind und das Kind fragt sofort das nächste Kind, noch bevor die Schleife zum nächsten Element kommt. Ja, was hier nicht abgefragt wird, ob es überhaupt Children gibt, das gehört vielleicht noch rein. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass es dann null ist und kein leeres Array sein würde, dann bräuchten wir noch ein if drinnen. Aber ich glaube, das bekommt ihr hin. Gut, sehen wir uns nächstes Mal an, wie würde die Tiefensuche iterativ funktionieren oder wie würde die Breitensuche funktionieren. Dazu mehr in einem anderen Video.